Hallöchen und herzlich willkommen zu unserem LS22 RP-Projekt und heute letzte Folge für diese Woche. Ja, wir waren ja wirklich ultimativ fleißig die ganzen Tage und genau so geht es jetzt und hier und so weiter auch weiter. Und morgen sind wir auch wieder live auf Twitch, wenn ihr Lust habt, schaut also auf jeden Fall da gerne vorbei. So, Wolle, wir müssen mal schnell hier tauschen und der liebe Gustav ist auch noch mit dabei. Hallo. Warte. Her, das Ding. Her. Du müsstest bitte... Kann ich den Ball hier liegen lassen? Nee, den musst du mitnehmen die ganze Zeit. Ernsthaft? Ja, das ist der 1,25er, der muss ins Lager runter. Ah, okay, ja, ich verstehe schon. Kriegt der Fan das überhaupt hin hier mit der Presse? Drück dir die Daumen. Allrad rein, Diffsperren rein. Naja, geht schon. Geht so. Leistungswunder ist es jetzt nicht, ne? Nicht wirklich. Ey, aber mach du mal dein Zeug da oben, dann passt das schon. Ja, sobald ich fertig bin, obwohl das ein bisschen dauert, bringe ich ihn dir wieder. Ja. Das wäre super tatsächlich. Aber ich glaube... Ja doch. Geht schon so halbwegs. So, ich geh mal kurz in die Uhrkammer. Gustav, hilfst du mal der Wilma? Ja. Was machen wir hier? Was fragen. Okay, cool. Die Frage der Fragen stellen. Ach ja, du Walle. Ja. Soll ich gleich mit dem Fendt hochkommen, mit dem 1050 Meter tauschen, weil ich bin jetzt fertig. Ja, macht ja keinen Sinn. Du musst ja einsammeln. Ja, dann weiß ich ja nicht, ob das mit dem Kleinen auch funktioniert. Vom Gewicht her, damit du schneller bist, Wolle. Nee, es macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Weil du Na brauchst klar, den... macht das Sinn. Das macht alles Sinn hier. Adelheid! Ja, Schätzelein, was kann ich gegen dich tun? Ich habe mal eine Frage. Oder wir haben mal eine Frage. Und zwar, wenn wir den KI-Helfer nehmen. Ja. Als Perk. Ja. Dürfen wir in... zwischen der Maschine, die wir bedienen und der Maschine des Helfers teleportmäßig das Ganze machen, weil sonst ist das ja irgendwie ganz schlecht umsetzbar. Man muss ja dem Helfer irgendwie sagen, was er machen soll immer und dann umsetzen und so ein Zeug halt, ne? Dass man quasi nur zwischen seiner eigenen Maschine, die man gerade bedient, plus der Helfermaschine hin und her springen darf. Gib mir da kurz eine Entscheidungsgewalt. Ja, klar, gerne. Ja, ich würde dann nochmal auf dich zukommen. Alles klar, danke. Jo, bitte, ciao. Ciao. Tschüss. So. Komm, wir gehen nochmal zu Damien. Okay. Auch nicht unser Fass? Nein. Ach, das müsste aber, glaube ich, gehen. Das geht nicht. Das geht echt nicht. Nee. Ah, hallo? Ich doch. Hallo, hier ist die Familie Ackerer und Gustav, unser Ziehkind. Hallo. Ja, moin. Hallo. Wollen wir nochmal zur Kammer? Warst du schon dort? Hast du das geklärt? Weil wir waren gerade oben, die haben irgendwie gesagt, nee, das ist, die bleiben da echt stur. Okay, also ich habe gerade gehört, dass das nur angedroht wurde, wenn das nochmal passiert. Von wem? Ja. Von so Stimmen. Ja, aber das ist... Ja, aber das ist ja... Kann ich ja nicht ändern. Ja, komm, wir gehen hoch. Das ist ja. Wenn uns fehlen die Punkte, weißt du? Ja, wir fragen mal nach, was die Adelheid jetzt gleich sagt. Ja. Ja. Und sonst, wie geht's euch? Naja. Schwierig halt. Also, es ist ja schön, dass ihr alle hier bei mir seid, ne? Aber in meinem Raum wird's ein bisschen enge. Ein bisschen kuschelig, ist doch aber schön. Ist so schön. Ja, Wolle hat gestern nicht geduscht, deswegen, also, und ja, Beule war im Hühnerstall mit mir, also von daher. Ey, das soll unser Geheimnis sein. Psst. Was? Adelheid! Du hast mir doch nicht mal meinen Zettel zurückgegeben! Naja, wir haben jetzt endlich mal geguckt, wie die Hühner die Eier schaukeln lassen. Okay. So, Damien. Ihr habt einen Arsch voll Eier. Adelheid, sag mal, hast du hier die Wolle 20.000 XP abgezogen?
Na klar, dem ihm abgezogen, euch gegeben. Habt das nicht gemerkt? Ach so, die haben wir bekommen. Na sicher. Das ist ja. Also das ist ja noch. Das ist ja noch. Boah, nicht, dass der dich gönnen würde, Damien, ne? Aber Adelheid, ganz ehrlich, also da hört der Spaß aber auch langsam auf. Also, hallo, ich das hätte so ein wunderschöner Blumenstrauß sein können. Warte mal ganz kurz. Warte mal. Oh, hier habe ich noch ein Körbchen. Ey, da liegen noch 50.000 XP drin. Da willst du nicht noch den Seitenstecher geben, vielleicht, hä? Nee, das haben die nicht verdient. Das würde ich eher deinem Beule geben. Ja. Ist ja wohl schätzen, schlechter, ey. Also, wenn unsere XP hier noch verteilt wird, das ist doch das bodenlos. Hörst wenn du das so ist, dann möchte ich doch nichts weiter dazu sagen. Was? Das nehme ich. Damien! Das tut mir leid. Also, du Sack! Also, du wolltest doch. Also um euch jetzt mal ein bisschen runterzuholen. Nee, warte. Wir haben noch gar keine Punkte abgezogen. Denn das wird alles bei der nächsten Ortsratssitzung besprochen. Also Wolle, bleib entspannt. So, Damien. Kann der nicht. Im Schlaf ist das okay. Wenn ich deine Stimme höre, kann ich das freilich nicht. Aber Damien, du kannst ja nicht wenigstens, du hast doch gerade, warum hast du denn gerade noch so für uns gesprochen und so betröpfelt getan? Dann sag denen das doch jetzt wenigstens mal, was du uns gesagt hast. Also ohne Scheiß. Ich kack hier weg. Ich wollte eigentlich. Schluck runter. Schluck's runter. Was? Ich wollte gar nichts sagen, keine Ahnung. Er hat mich auch gezwungen, hier hinzukommen und hat auch Drohungen so gesagt, ja, sagt zu Adelheid, dass ich das zurücknehmen soll, sonst haut er mir ein paar aufs Gesicht und so. Also ich würde da, glaube ich, 50.000 abziehen. Adelheid, der ist schizophren. Und, und mein, und uns, mein Hase, Hase, und uns gut, Hase, Hase, und uns gut Hase, schreiben. Ja, Hase, denn? Hase, du weißt, ich stehe absolut nicht auf Lügen, ne? Okay, Schnucki, pass auf. Also ich bin eine Frau der Ehrlichkeit. Okay, wenn das so ist, der Woller hat mir gesagt, dass ihr 20.000 schon abgezogen bekommen habt. Und ich fand das ein bisschen heftig für diese kleine Stelle. Also, aber so wie ich das ja gerade mitbekommen habe, hast du ja noch gar nichts gemacht. Somit hat gerade der Wolle gelogen. Da du ja, aber nicht irgendwie so magst, weiß ich auch nicht. Nein. Also Wolle hat ja nicht ganz gelogen. Also ich habe ja Wolle danach angerufen, gefragt, wer das war. Und habe gesagt, okay, dann müssen wir dafür erstmal 20.000 XP abziehen. Ja. Davon ich habe jetzt halt nur meine Lesebrille auch nicht immer auf, ne? Muss ich auch dazu sagen. So. Also, damit ihr zwei, ne, euch da wieder... Ne, beruhigt, es ist nichts abgezogen, es wird bei der nächsten Ortsratssitzung besprochen und wenn ihr beide da unten nicht gleich euch auseinanderkuschelt, ne, dann gibt's hier richtig Rambazamba. Ich hab denen doch nur geholfen. Hast mich gerade angeschissen wie dein Urgroßvater. Nee, ich hab gerade den Seitenstechern geholfen. Warum? Ja, wir helfen gerade den Seitenstechern. Ne, also, wieso helft ihr den Seitenstechern? Weil die hier korrekt festhängen. Ach so, nee, aber weißt du, wir haben gesagt, wir gehen gemeinsam zur Hohen Kammer, um ein bisschen Verbundenheit zu zeigen, Damien. Und dann macht ihr deine, was ist das, Cousine oder was ist das da? Dieser Unmensch da neben dir. Ja. Bitte, dann macht die hier. Willst du dich mit mir anlegen jetzt gerade? Ich hab so ein Fiepen im Ohr, ich verstehe dich gar nicht. Erstens bin ich kein Unmensch. War mein Hörgerät zweitens, jetzt aus. Wenn du es nicht verkraftest, tut's mir leid. Ja, dann leg doch auf und geh doch einfach. Ich hab dich aufgelegt, mein Hörgerät ist aus. Ja, dann solltest du dir das mal. Was sagst du? Kontakt drin. Ja, was hat die gesagt, schlimm. Wilma? Hat die mich schon wieder beleidigt, Wilma? Ich hab nein, deren Frequenz. Ihr müsst unbedingt mal wieder Kuchen stopp, essen. Jetzt gehen. Ist aber mal Ruhe hier. Oh, warte mal, das war Adelheid. Die hat gerade aufgeregt, oder? War der Fiep? Okay, ich höre wieder. Es ist jetzt aber mal Schluss mit lustig hier. Also, wenn ihr jetzt nicht sofort aufhört hier mit diesem Rumgeblöke, ja? Dann hat das Konsequenzen mit zur Folge, ne? Also, es ist jetzt Ruhe hier, es ist nichts passiert und jeder geht jetzt bitte wieder in seinen Channel. Ja, okay. Hast du gehört, Wolle? Na, Beule, du auch. Ja, ich seh nicht immer, Beule. Wenn ich muss mal zu den Stechern. Ja, wenn Edelhate was sagt. Attacke, weg hier. Danke, Edelhate. Okay. Das ist übrigens ein Nameprogramm. Tschüss. Kann schon ganz schön gastig sein, hä? Wolle, du musst dich benehmen.
Stell dir mal vor, da kannst du nicht mehr sagen, dass das Essen nicht schmeckt. Wenn da mal zu viel Salz drin ist oder so. Dann wirst du direkt weg. Das ist bei dir aber ja auch. Wie? Nee, ich werde mich nie aufregen. Bei Salz verstehst du keinen Spaß, Wolle. Ja, ja, aber jetzt stell dir mal vor, du sagst ja, oh, Edel, hey, das ist ein bisschen versalzen heute. Na, da kann es passieren, du bekommst das mal 2 Wochen im Keller. Ja, aber da ist ja im Sommer gar nicht verkehrt. Ist kühl. Musst du positiv sehen. Hm. Super. Ja. Ich habe übrigens die 42 gleich schon fertig gedüngt. Ich habe ein. Ruckzuck. Ich habe ein Ziel heute. Möchte ich das wissen, Wolle? Ja. Du möchtest alle Felder das Gras da drauf gepresst haben. Finde ich gut. Schaffe ich nicht. Aber mein Ziel ist es, dir nachher eine Zahl zu sagen, wie viel ich gepresst habe. Okay. Das ist auch gut. Und zwar eine ganz bestimmte. Okay. Über die du dich bestimmt freuen wirst. Ja? Ich denke schon. Okay. So, 42 ist fertig gedüngt. Ja. Will ich gerade die 41 auch direkt? Ja. Gut, dann fahre ich direkt erstmal zu 41 und 75. Nee, ich mache erst die 75. Die muss ja. 75 fertig machen, das wäre super. Genau, ich wollte sagen, ich fahre erst 75. Wenn dann noch Zeit ist, fahre ich hoch 41. Ja, das ist super. So. Voll der Plan, Wolle. Gustav? Ja? Du hast immer so coole Sprüche drauf. Hast du mal einen coolen Spruch für mich, was ich den Damien droppen kann? Ey, hast du gesehen, habt ihr gesehen, wie der mich anscheißen wollte da oben? Das ist schon krass, ja, oder? Der kleine Verräter, der... Gustav, du musst Wolle mal dein super coole Sprüche-Buch schenken. Oder nur ausleihen. Ja, Was machst du da? Gustav, ist alles klar bei dir? Sammelst du eigentlich schon Ballen ein, Gustav? Ich hab schon einen vollen Anhänger. Gustav, sag jetzt, was los ist. Es steht da komisch. Och, Gustav, jetzt mach keinen Scheiß. Komm, wir haben keine Zeit, Mann. Nee, ich stehe schon wieder. Okay. Also, wenn wir jetzt... Also, wenn das jetzt nicht RP wäre... Also, Chat, ich rede das mal im RP. Habt ihr ein paar lustige Sprüche, ja. Chat? In echt wäre der Drachbau jetzt kaputt. In echt? Wie, sind wir nicht in echt? Was ist mit dir? Also bei mir zu Hause wäre der Traktor jetzt kaputt. Wie, du hast ihn zu Hause? Ja. Ich würde sagen, da wäre das kaputt, aber wenn du ein Computerspiel spielen würdest, nicht, ne? Nee. Ja, dann geht's ja. Aber gut, dass du wirklich vernünftig fährst und so. Glaube ich. Muss ich ja Bergern fahren. Das ist... Ja, Gustav, ist schön, dass du lachen kannst, aber ich hab's nicht gesehen, das ist schade. Ja, aber ich hätte es dir gerne gezeigt. Ich glaube, es war auch bestimmt witzig, oder? Aber vielleicht hat man es bei der Wilma gesehen. Nee, nicht, also ich hab's nur auf der Karte gesehen. Ah, schade. Ist da irgendwo, du bist halt irgendwo dann hingeflogen, so, weißt du? Genau. Ich kam mit der Geschwindigkeit des Traktors nicht zurecht. Ich komme mit der Leistung. Ist doch schon gedüngt, oder? Ich komme mit der Leistung des Traktors nicht zurecht. Noch nicht ganz? Nee, noch nicht ganz. Vorne die Beine abgeladen. Aber da vorne, wo ich gerade das Feld kaputt fahre, da ist noch nicht gedüngt. Wie fährst du das Feld kaputt? Ja, ich muss ja irgendwie an das Ballenlager ran. So, ja, das stimmt. Da hinten. Oh, Sommer! Nur da vorne, dann muss ich ja gar nicht das Ganze machen, ne? Nein, nur da, was Gustav noch nicht gemacht hat. Nur das, was Gustav noch nicht gemacht hat, tatsächlich. Chat, habt ihr eine witzige Sprüche? Ein paar witzige, coole Sprüche oder sowas? Oder ein paar Flachwitze? Also ihr habt wirklich schlecht gebaut, Wolle. Nein, haben wir nicht. Okay. Ach so, guck mal, ob es da ein Tor gibt rechts. Ja, das gibt's. Da gibt's ein Tor? Ja, da ist offen. Ja, warte mal, wo ist das Tor? Direkt neben der Halle. Ah, das ist ja super. Da kannst du ja direkt, ne, dann fahr doch da rein und raus. Ja, das ist aber, das ist noch enger, als wenn ich übers Feld fahre. Quatscher. Das sind wertvolle Sekunden, Wolle. Ehrlich? Ja, definitiv. Okay, denn du musst wissen.
So, ich müsste jetzt alles haben. Von der 75. Ja, ich fahre jetzt hoch zu 41. Okidoki. So, ich habe die 27 auch fertig. 27 ist fertig und die 27 kann gedüngt werden, die 38 kann gedüngt werden. Warte, mach mal. 27, 38? Ja. Du, Wilma, willst du nicht den Ball mal da lassen? Ne? Achso, stimmt. Den trage ich ja die ganze Zeit mit mir. Ja, die 42 ist erstmal primär wichtig, genau. Den Ball kannst du unten einlagern, genau. Ja. Gustav? Ja. Kannst du mal gucken, ob die, wenn du da unten vorbeifährst, ob da nun Silage fertig ist oder nicht? Ich bin schon wieder weg. Ja, jetzt hatte ich dir aber. Ja, guck mal bitte rein ins Lager. Ja. Muss ich ja eh hin und was reinwerfen. So, auf zum nächsten Feld. Also, Wolle, ich glaube, du solltest deine Firma nochmal beauftragen, ein bisschen mehr Pflaster zu legen, dass es ein bisschen besser geht. Ja, du kannst ja auch. Du brauchst ja kein Pflaster, um drauf zu machen. Also wir haben 12 Ballen Silage. Ah ja, sehr gut. Ah, 3,5, ne? Ja. Ah ja. So, warte mal, welches Feld nehmen wir denn da jetzt? 38 haben wir, 27 haben wir. Dann fahren wir die 34, 33 jetzt an. 41 war auffällig. Ja, ich fahre jetzt auf 34, 33, Wilmi, gell? Zu unserem Hof. Ja. Ja, ich fahre, wie gesagt, zur 41 Düngen. Mhm. Das große Feld, da wo Klee drauf war. Oh, Stein. Das ist nicht unseres. Okay. Für mich, also das kann man ja nicht abstreiten. Ein letzter noch Tino ein. Ja. Ja, bei Damon hier, Servus und Jean-Marie. Wer? Achso, Damon und Marie, ja, Servus. Servus. Du, ich bin's. Ja, Servus. Servus. Oh, ich frage mich, warum der Traktor nicht fährt, Damien. Hast du nicht an, wa? Nee. Hab ne Honigpalette unterm Träger. Achso, ja, kann man vorkommen. Das ist meine. So, ja, was ich sagen wollte, Damien. Ja. Weißt du, warum Katzen Sport machen? Nee. Wegen Muskelkater. Ja, okay. Ist so billig, ey. No. Hast du schon mal gehört, wo sich der. Also, hast du schon mal eine Unterhaltung vom Haifisch und vom Thunfisch gehört? Nee. Ja, sagt der eine Haifisch, sagt der andere, lass uns was tun, Fisch. Das ist auch so billig. Was denn? Aber gut. Der kommt nichts raus. Der Dings ist kaputt. Was ist der wichtigste Buchstabe beim Schweißausbruch? Mixschweißen? Keine Ahnung. Beim Schweißausbruch, der wichtigste Buchstabe. Meine Beinpresse ist kaputt. Keine Ahnung. W? Ja. Weil? Weiß ich nicht, aber ich es geraten, weil, keine Ahnung. Ja, mach das mal weg beim Schweißausbruch. Bin gleich wieder da. Oh, lol. Meine Beinpresse ist kaputt. Was ist denn jetzt kaputt? Was ist denn jetzt kaputt? Unfassbar. Damien! Ja. Weißt du, was der Hammer ist? Ne? Ein Werkzeug.
Nein. Aber weißt du, was mir letztes... Oh, er hat mir Ela erzählt letztes, ne? Die Geschichte. Treffen ja. sich zwei Jäger im Wald. Ja. Beide tot. Hä? Weil sich gegenseitig abgeknallt haben, oder was? Ja. Weißt du, was mir deine Dings erzählt hat, deine Mutter? Was denn? Ich hab sie letztens, wo wir uns getroffen haben, ne? Ja. Hab ich sie gefragt, ob sie eigentlich ein junge Mädchen wollte. Ja. Weißt du, was sie gesagt hat? Was? Eigentlich wollte sie nur die Schuhe zu binden. So, was war das jetzt? Kannst du den nochmal bitte wiederholen? Aber soll ich dir was sagen? Die Stimmung in der DDR hat sich auch in Grenzen gehalten. Boah, Alter. Alter. Was ist das genau für ein Humor? Oh, Digga, ey. Was denn? Oh, was soll das? Ist das eine Aufgabe oder was ist das hier? Nee, aber wenn hätte ich gewonnen. Was soll ich dir? Aber weißt du was, Wolle? Nee. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen. Ja. Ja. Ja komm, du verkneifst dir jetzt das Lachen, ne? Nee. Was ist ein Keks unterm Baum? Schattiges Plätzchen. Ah, oh, ich wusste es. Wie heißt ein dünner Frosch? Hä? Weiß ich nicht. Mager Quark. Ja, das ist nicht schlecht, ne? Was hat denn vier Beine und kann fliegen? Zwei Vögel. Oh. Der war echt flach. Wie lautet der Vorname von Reh? Pü. Kartoffelpü. Ja, Püree geht hoch. Na gut, ist mir zu stumpf hier, ich geh wieder. Ja, alles klar. Tschüss. Ciao. Ey, warte. Was hast du denn? Was macht ein Pirat am PC? Enter drücken. Okay. Die Enter-Taste drücken. Wie nennt man einen Schneemann im Sommer? Eine Pfütze. Eine Pfütze, ja. Boah. Was sagt die 0 zu 8? Schicker Gürtel. So, haut rein. Hau rein. Hallo. Hallo. Na, wie geht's euch? Gut, und dir so? Ja, bin hier am Pressen. Sehr gut. Kann sich nur um Stunden handeln. Sehr gut. Möchtest du, ich wollte dir den JCB wieder anbieten, aber da warst du schon weg. Und jetzt hast du Pech gehabt. Ich bin auf 41. Bedüngen? Ja, ich dünge. Achso, du hast ja die Dingsflechten alle fertig gedüngt wahrscheinlich, ne? Die... Nee, 75 und 42. Ja, also das heißt, du brauchst keine Pflege mehr, ne? Genau. Hm, naja, macht nichts, alles gut, Baby. Komm ganz gut klar hier mit dem Fendt. Ja? So schlecht ist er nicht. Okay. Dann ist gut. So. Das Düngen ist toll, sag ich dir. Ja. So viel Fläche. Also wir behalten das Leihgerät, ja? Ja. Okay. Dann sag ich dem Bescheid, ne? Ja, mach das mal. Da. Werden wir nicht weiter? Jetzt. So, das war dann nochmal eine kleine lustige Einlage, oder? Fährt ihr so langsam jetzt hier? Jetzt. Ja, ein bisschen mehr Leistung wäre schon gut. Ein bisschen mehr Leistung wäre schon gut. Oh, wir schaffen es nicht. Ich wollte 100 Ballen. Was macht denn jetzt? Ist das so steil? Nee, irgendwas stimmt nicht. Obermeier. Ja, servus, grüß dich. Ich wollte Bescheid sagen, wir behalten die Ballenpresse der Woche. Perfekt, schreibe ich auf. So wird's. So wird's. Tschaußen.
Schönen Tag noch. Ihnen auch. So, Beinpresse ist gesichert für nächste Woche. Sehr gut. Ja, dann müssen wir jetzt noch überlegen mit den Perks, ne? Ja, wollen wir das nicht so machen, wie eben gesagt? Naja, eigentlich hat man von der Rubenkammer die Rückmeldung, ne, mit dem KI-Helfer. Das wäre auch noch eine spannende Nummer, weil den könnten wir ernten lassen. Ja. Jawohl, auf welchem Feld warst du nach der 41 Pressen? Nach der 41 Pressen? Ja, 38, Pressen? 27. 38, alles klar. Dann müssen wir doch mal in die Kammer, bevor die hier den Sack zumachen. Oder? Wilma? Wollten die nicht zu uns kommen und uns das sagen? Ja, aber was, wenn sie es nicht machen und dann kommt so ein Stopp? Ja, das stimmt. Ja, da müssten wir das vorher einmal abklären, wirklich. Weil ich weiß nicht, was du dazu sagst, ob sich das lohnen würde, aber dann könnt mit dem Helfer. Ich weiß auch nicht, wie gut der das... Ich bin so ein bisschen unsicher mit denen, weißt du? Nicht, dass die uns mehr Ärger machen, weil sie da irgendwelche Faxen machen als alles andere, weißt du? Aber meinst du... Das ist immer das Problem. Meinst du, so ein Feldenten kriegt der nicht hin? Das ist immer... Das kann so sein und so. Das ist so eine 50-50-Chance. Weißt du, aber auf der... Das ist das Problem. Welche Alternativen hätten wir statt dem Helfer, was wir nehmen können? Dann wollte ich jetzt eine Frage. Kriegt ihr einen Anhänger gestellt vom Händler für das Ernten? Nee. Nee. Also müsst ihr sowas mieten dann quasi, oder wie? Anhänger? Nee, wir fahren mit dem Drescher zum Entladepunkt. Achso, ja, aber das ist doch ein Silo, wo ihr einlagern dürft, oder? Ja. Da müsst ihr doch nicht direkt abgeben. Doch. Doch, ja, doch. Doch, das ist ein Abgabesilo, da muss alles hin. Ja. Ja, aber muss da direkt die Punkte gut geschrieben werden? Dann immer, wenn die Woche rum ist. Genau. Ach so. Also wir können die Punkte nicht mit die nächste Woche nehmen. Alles klar. Das ist das. Frage. Ja, weil jetzt haben wir schon mal gemacht, da gab es dann Abzug. Also haben quasi geendet in einer Woche, haben dann die 10% genommen und haben es dann erst verkauft. Alles klar. Ja, das ist die Idee hat man schon. So, ich denke jetzt die 38. Okay. So. Schwarz, alles ein bisschen doof hier, was ich da gemacht habe. Naja. So. Ja, dann müssen wir das einmal kurz klären noch, ne? Also ich weiß es halt nicht mit dem Helfer. Was hätten wir denn für Alternativen, wo wir das Perk dann reinstecken könnten? Weißt du, wie ich meine? Anstelle von dem Helfer, was haben wir in dem Bereich noch? Was toll wäre. Was? Nochmal bitte? Also 10% Erfahrung, Missionen erledigen. Also Missionen annehmen. Ja, das bringt uns ja auch gar nichts. Nee, deswegen. Also 10% oder Hofhelfer. Aber da wir, glaube ich, auf jeden Fall einer mit der Ernte anfängt. Ja, denke ich auch. Würde ich sagen, Wachstumsstufe, man kann nie genug ausleihen und 10%. Ja. Machen Sie so. Soll ich das machen? Ja, mach das. Okay. Habe ich. Sehr gut. Wir bleiben bei unserem Schema. Ja. Die 5% gibt es nur auf Missionen. Könntest du das nochmal kurz anschauen? 5% mehr. Gewährt 5% mehr Erfahrung beim Abschließen von Quests. Die gibt es nur auf die Quests, die 5%. Nicht auf das Erntegut. Das ist leider ein bisschen schade. So, ich habe die 38 fast fertig. Ja. Ganz kleines bisschen noch. Ich habe die 34 noch fertig. Wilma! Sehr gut. Ja, Wolle. Wieso sind wir durch, ne? Achso, warte. 9. Oh, warte. Den gibst du mir noch. Den musst du mir noch geben, Wilma. Ja. Ein Ballen. Die Hälfte ist schon voll. Oh, okay.
Los, Wolle, ein Ball noch. Gib mir diesen einen Ball noch, Wilma. Los, los, los. Wolle, der eine Ball. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Go, Wolle, go. Ja, go, go, go. So, 38, fertig. Sehr gut, dann setz noch um wenigstens, oder? Das war eine gute Idee mit dem Bredal, oder? Ja, sehr gut. So. Die 27. Ja, da muss ich da hoch. Dann fahre ich schon so, zu 27. Wilma. Ja. Es flutscht gerade aus der Ballenpresse. Sag mir die Zahl. Ballen. Gib mir die Zahl, Wolle. Nummer 1, 0, 0. Wow. Bist du krass. Okay, das ist krass. Wilma. Das ist richtig krass, ja. Das sind 550.000 Liter Silage bis jetzt. Das, und wir haben noch mehr Wolle. Oh mein Gott, stell dir das vor. Ey, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich, wirklich krass. Boah. Ich bin gerade ein bisschen, muss ich sagen, bin ich ein bisschen baff. Ja. Ja, für 27 liegen auch noch Ballen, by the way. Ja, die 50 auch noch, die 16 noch. Puh. Die 10 noch. Und die anderen Felder auch noch da bei den Seitenstechern. Die sind alle noch nicht gedingst. Jawohl. Aber damit würde ich sagen, ist Feierabend, ne? In diesem Sinne. Macht's gut, ihr Lieben. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Und wie gesagt, morgen sind wir wieder live auf Twitch. Schaut auf jeden Fall bei allen anderen auch vorbei. Und wir sagen dann mal bis morgen. Macht's gut, Lieben. Und ciao. Tschüss.